Es ist sehr spannender Moment. Hey ho, erstmal. Der Skayer will Minecraft Multiplayer Server geht heute mal wieder endlich ans Netz, so dass wir Gäste empfangen können. Natürlich noch mit großen Einschränkungen, weil wir nach wie vor nur einen sehr kleinen Server haben. Wir starten jetzt erstmal mit 15 Slots, ne? Das ist überhaupt nicht viel bei dem riesen Andrang, den wir hier so haben. Es lässt sich anders einfach nicht machen. Wir werden gucken, dass wir möglichst schnell, dass wir möglichst schnell. Ah, ist das wieder on? Okay, dann gehe ich mal rein. Dass wir möglichst schnell ein bisschen mehr Slots, 20, 25, so in der Größenordnung wird sich das bewegen. Oh, hoppla. Plan B ist schon da. Na, das ist auch schön. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich begrüße mal alle schön. Ich war der Erste. Und Plan B war der erste Gast auf unserem Server. Wir haben natürlich auch schon ein paar VIPs hier. Mike ist auch wieder zurück. Ich kenne die alle. Ja, das ist jetzt natürlich toll, dass man die alten Leute wieder sieht, die man auch schon früher monatelang auf dem Server hatte. Bin mal auch mal gespannt, wer sich jetzt hier so alles blicken lässt. Wir hatten ja auch eine schöne VIP-Phase, in der allerdings leider nicht alle VIPs erschienen sind und mitgemacht haben, die wir eigentlich haben wollten, die wir angeschrieben haben. Das hat natürlich, kann viele Gründe haben. Es ist ja auch nicht wild. Es ist alles okay, ne? Es waren aber trotzdem ein paar hier und haben schöne Sachen gebaut, die sich schön einfügen hier. Und es ist jetzt schon ein Rein und Raus. Ich lasse jetzt hier mal die ganzen Kommandos an. Ja, die Leute, die ploppen jetzt alle in unserem Tutorial auf. Da laufe ich gerade hin. Ich bin hier mitten in der Natur auf dem Server in Skayerville. Ich renne mal zurück. Da hinten kommen wir dann nach Tryn Hall. Das ist unsere Anfängerstadt. Und ja, es ist jetzt hier ein Problem. Die reden auch oft treffen die sich in unserem TeamSpeak-Server und antworten dann aber hier schriftlich im Chat, sodass man nicht so richtig weiß, worum es da geht. Aber das ist jetzt hier so der Anfangsstress, das kleine Chaos. Ich muss auch einfach sagen, wir vom Team, wir sind alle doch ziemlich nervös, außer Agun, der sagte mir gerade, er wäre überhaupt nicht nervös. Doch ich eigentlich auch nicht, aber es ist schon ein Doddermoment jetzt. Wir haben monatelang hier gebaut und das hat natürlich auch Monate gedauert, weil wir auch natürlich durch diese ganze Minecraft-Geschichte, das war ja ein Riesenproblem. Es lag auch einfach daran, dass es einfach nicht fertig wurde, das Spiel, und dann auch Bucket nicht fertig wurde. Da hab ich persönlich zum Beispiel gar nicht mit gerechnet. Bucket brauchte wirklich nochmal Wochen nach der Vollversion des Spiels, um fertig zu werden. Das konnten wir wochenlang auch nicht verwenden und jetzt kommen ja schon neue Minecraft-Versionen nach und Bucket schleppt immer hinterher. Und da ist der Memphises auch noch immer mit, das ist einer aus unserem Team, auch noch immer mit Weihnachtsmütze auf. Das ist ein bisschen peinlich. Ich habe auch noch eine auf. Na, du Weihnachtsmann. Oh, das habe ich natürlich schön, schön im globalen Chat gemacht. Muss ich mich erstmal dran gewöhnen wieder. Das ist die Anfangsschwierigkeit des Chat-Systems jetzt auch mal wieder vernünftig verwenden. Das sieht man also auch für uns, unser Team. Vorher war das natürlich nicht so eng, wo wir immer alleine waren, aber auch mal das alles nicht beachten. Aber jetzt muss man natürlich mit großem Vorbild vorangehen. Ja, hier ist das ganze Team komplett, sehe ich gerade. Die ganzen fliegenden Leute hier. Das ist hier die Seifenblase. Da war der Memphises. Da schwebt der Agun da oben. Da tanzt gerade die Mangelware nach oben rum. Und da sind auch schon wieder. Da sind auch Gäste. Die haben mich jetzt noch nicht entdeckt. Das ist ganz gut so. Ich werde mich auch so ein bisschen im Hintergrund halten. Ja, das ist eigentlich ganz cool, ne? Die gucken ja selten nach oben. Ah, das ist aber nett von dem Mike. Ja, die ersten Begrüßungsworte, ne? Viel zu lange, ja, da hast du recht, Lumi. Absolut. Es hat lange gedauert.
Endlich Leben auf dem Server, richtig rackknapp ist einer unserer VIPs, das sieht man das schön und ist natürlich jetzt auch schon ein paar Wochen hier und relativ still, häufig jetzt natürlich auch über die Winterpause und Weihnachtszeit und Geschichten war es natürlich auch nochmal relativ leise, da ist Plan B auch schon ertrunken, ne? Ja, muss ja ein bisschen mehr aufpassen, ne? Das ist hier eine Adventure World, kein Freebuild-Server, ne, sondern alles ein bisschen gefährlich. Wir setzen auch darauf, dass Leute hier so ein bisschen halt Minecraft spielen, wie sich das gehört, ne? Und nicht so wie im Kindergarten, da irgendwie Näschen geputzt bekommen müssen die ganze Zeit, ne? Naja, gut. Okay, ich würde mal sagen, das ist jetzt für den Anfang. Ich werde später nochmal dazuschalten. Für den Anfang ist das jetzt erstmal ganz gut. Ich wollte diesen Moment mal ganz spontan festhalten mit einem kleinen Video und werde mich jetzt mal so vorsichtig unter die Leute wagen und das ist dann besser, wenn ich mal dabei nicht filme, sonst weiß ich gar nicht, wo ich überall draufklicken muss und mache alles falsch. Ach ja, das ist übrigens hier, ne, unser schöner Anfangstempel, da ist das Tutorial drin. Hier kommt man also raus beim ersten Mal. Ich ja, empfehle dann natürlich hier schön auf dem Weg nach Gramur zu bleiben. Macht das ruhig, es ist gefährlich hier in der Ecke. Ne? Also wenn ihr zum Beispiel in der Nacht rankommt, es ist sehr gefährlich, also sehr gefährlich. Und deswegen bleibt man schön auf dem Weg. Haltet euch hier nicht zu lange auf und haut rein. Ja, danke, das ist mein Turm. Hoffentlich meint er meinen überhaupt. Naja, gut. Alles klar. Dann sehen wir uns dann später. Ich melde mich dann später nochmal. So, und jetzt bin ich ein wenig später an unserem Eröffnungstag. Stehe hier am Ahnensee, gar nicht alleine, ich warte hier auf eine Gruppe von Leuten, mit denen wir hier gerade durch die Gegend ziehen, die sind da irgendwie in das Wasser getaucht, ich weiß auch nicht, was die da machen, ist aber nichts für mich, ich hole mir dann nasse Füße und vielleicht hinterher noch eine Erkältung und das ist jetzt gar nichts für mich. Da kommt der Luminary gerade wieder aus dem Wasser raus und da hinten die Mangelware, ja seltsam, was die da wohl machen. Ja, wir haben uns hier einfach so in der Stadt ein paar Leute getroffen, die haben sich zusammengefunden, und ziehen jetzt so als Gruppe hier durch die Gegend. Das ist immer ganz lustig. Seifenblase war eben auch noch irgendwie da. Die ist jetzt irgendwie verschwunden oder kommt sie da noch? Na, ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall ist das eine ganz lustige Geschichte hier. Mal gemeinsam hier wieder durch die Gegend zu ziehen. Das haben wir ja lange, lange nicht gehabt. Wir waren ja immer nur so als Team ganz alleine mit so ein paar VIPs. Naja, und jetzt sind endlich mal ein paar Leute hier da. Hauptsächlich alles alte Bekannte. Und, bin mal gespannt. Bisher ist das Feedback großartig. Die loben uns also wirklich in den Himmel. Bin mal gespannt. Jetzt macht Mangel vielleicht gleich mal eine Ansage, denn wir kommen hier so ein bisschen in das Gelände, was so die... Genau, in Zukunft... Rivengard. Richtig. Da geht's in zukünftige Rivengard. Das ist so ein bisschen mangelwahres persönliches Projekt. Im Moment haben wir beim Serveraufbau haben wir halt wir Mods alle so mehr oder weniger darauf verzichtet, unsere eigenen Projekte zu bauen, wie wir das früher gemacht haben. Um uns eben darauf zu konzentrieren, die Stadt erstmal hochzuziehen, wo ja auch das am Anfang zumindest das hauptsächliche Leben so gebündelt sein soll. Wir möchten halt so, da ist auch die Seifenblase wieder, ja. Und da ist auch irgendwer ist drauf gegangen. Oh, aber ganz schön fast angesammelt. Das ist aber schon interessant. Da kann man mal sehen, was man bei uns für einen guten Schnitt machen kann, ne? Ja, wir verteilen im Moment auch großzügige Geschenke. Ist das nicht geil hier, ne? Also muss ich wirklich mal auch dieses Wort sagen, ne? Das ist echt total geil, ne? Eine wunderbare Idee, ne? Was wollte ich noch sagen? Ja klar, hier mit unseren persönlichen Bereichen, wie wir es früher hatten. Ihr wisst ja, ich hatte früher Neuwiesenfels und dann gab es Memphis City und all sowas. Und jeder hatte so einen kleinen Bereich für sich. Das ist diesmal ein bisschen anders gelaufen. Wir haben uns, wie gesagt, so... Ich sag mal, die Altstadt ist so ein bisschen mein Werk. Elder's Gate, das ist für mich so ein Ersatz wie Wiesenfels. Und, ansonsten gibt es hier noch das Tal von Balot, da hat die Seifenblase sich so ein bisschen ausgetobt. Allerdings auch schon jetzt zum Schluss so, wo halt der Rest schon eigentlich schon total fertig war.
Ja, genau. Wir kommen jetzt eher auch langsam in einen Bereich, wo noch nichts ist. Da entsteht halt demnächst noch was. Genau, sobald die Map erweitert wird, geht's weiter hier. Richtig. Die Map wird erstmal noch nicht erweitert. Ist groß genug für das, was wir im Moment vorhaben. Und es kommt ja auch noch zum Beispiel, ich weiß nicht, wahrscheinlich mit 1.2, ne? Also mit Minecraft 1.2 kommt ja ein neues Biom hinzu, das Dschungelbiom, und das würde uns dann, das wäre ein bisschen schade. Vielleicht haben wir Glück und wir kommen in den Genuss dieses neuen wunderschönen Bioms, wie ich finde. Ich habe da nur Bilder gesehen bisher, aber ich finde das toll, ne, was ich da gesehen habe. Und ja, auch so mit Mammutbäumen und allem. Ja, gut, müssen wir mal gucken, dass wir das irgendwie vielleicht hier noch reinkriegen. Vorher können wir natürlich unser Land nicht erweitern. Das wäre dann zu schade, ne? Es muss ja auch alles klein gehalten werden, damit es nicht alles so zerpflückt ist wie in unserer alten Welt. Und damit wir auch mit unseren Ressourcen immer halt sparsam umgehen. Gut. Das war jetzt erstmal wieder eine kleine Episode hier, was mir so eingefallen ist vom Eröffnungstag. Ersten Eindrücke. Ich guck mal, ob ich vielleicht nochmal einschalte. Und sag dann einfach mal, bis später. Es ist Nacht. Nicht nur hier im Spiel, sondern auch in Wirklichkeit. Die Leute verabschieden sich langsam jetzt. Obwohl wir haben, glaube ich, immer noch einige jetzt, die am Bauen sind. Es war ein wilder Tag. Es war ein großartiger erster Tag, muss ich schon sagen. Er war relativ stressfrei. Also, jemand hat kalte Füße, lese ich da gerade. Gebartok, ach ja. Naja, es war wirklich ein schöner, stressfreier Tag. Viele alte Leute haben wir wieder getroffen, alte Bekannte vom alten Server, und wir haben uns echt gefreut. Das ist total gut. Das, was man alles noch so weiß, wenn man plötzlich so einen Spielernamen liest, erinnert man sich plötzlich wieder: Ach Mensch, yo, und den gibt's auch noch, und der ist auch wieder da, und es ist einfach ein großes Hallo. Wunderschön. Auch natürlich umso schöner, da uns die meisten Leute, eigentlich alle Leute bisher, ein ja, sehr positives Feedback gegeben haben zum neuen Server, zu Skyerville, und die können da wohl offenbar ganz gut was mit anfangen. Und wie wir hier sehen, das hier war hier heute Morgen zum Beispiel noch ein großes leeres Feld, und hier sind, haben wir inzwischen schon mehrere Leute angesiedelt, die jetzt hier so, okay, der hatte jetzt Pech da unten, der ist von einem Creeper erwischt worden. Ich brenne hier nachts auch gerne mal so rum und versuche mal so ein paar Monster zu erlegen. Da kann ja nichts passieren. Ja, hier unten, das heißt Alter Grund, das gehört zur Altstadt, da kommt Mangelware gerade an. Die will mir jetzt bestimmt was erzählen. Hui. Wo ist sie denn hin? Ist sie wieder weg? Nö, da hinten. Ja, wir sind total gespannt, was jetzt hier unten am alten Grund so alles passiert. Natürlich, die anfänglichen Gebäude, die sehen jetzt noch ein bisschen klobig aus. Das ist natürlich, das liegt daran, weil hier die Spieler richtig wie in normalen Minecraft anfangen, Stück für Stück alles Block für Block hochzuziehen. So. Na, also da wird sich schön, werden sich Bäume gefarmt und alles, um das Holz zu verkaufen, um Geld zu machen, um daraus Werkzeug herzustellen, das Billigste. Das ist, ja, und erst in ein paar Tagen und Wochen werden wir dann sehen, was daraus sich so entwickelt. Deswegen natürlich, alle Anfang ist schwer, und das ist natürlich jetzt hier noch kein Zustand. Bin gespannt, was da so noch kommt. Nun denn, wie gesagt, wunderschöne Zeit. Kann die Gelegenheit nutzen, auch nochmal dem ganzen Team zu danken für den ganzen Einsatz der letzten Monate. Das war, hat so viel Spaß gemacht, das hier aufzubauen. Das ist echt irre. So viel Spaß hat mir selten was gemacht in Minecraft. Das ist, weil wir hier so ein schönes gemeinsam echt gebaut haben. Ne? Mangelware kann auch sehr gut balancieren. Wenn sie jetzt wüsste, dass ich sie ja hier gerade fotografiere, dann würde sie sich etwas anders benehmen. Dann wäre sie bestimmt peinlich berührt. Ne? Ja, ist immer ein bisschen gemein, wenn die Leute nicht wissen, dass sie gerade gefilmt werden, aber naja, ich glaube, das ist jetzt nicht so schlimm. Da hinten ist ein Creeper, den schnapp ich mir mal. Hallo Creeper, komm her. Ja, das kann ja auch in der Luft. Jetzt habe ich ihn verpasst. Kann aber nichts passieren. Die Creeper, die machen nichts kaputt. Das wäre ja sonst ein bisschen blöd.
Ne, sagt auch hier der Cedric, keine Sorge, ich pass auf. Genau. Ja, und auch vielen Dank an die VIPs der letzten Wochen, die fleißig gebaut haben, tolle Sachen gemacht haben. Vielen Dank auch an die neuen Siedler, an unsere Stammspieler, die sich haben wieder hier blicken lassen und die jetzt wieder loslegen ohne Ende. Vielen Dank für eure Geduld und eure Ideen und Motivation und auch vielen Dank natürlich auch an die ja, Neulinge und Gäste, die möglicherweise die wir gar nicht kennen und die jetzt ja eben auch noch sehr viel Geduld haben müssen, bis sie dann vielleicht wirklich mal drauf kommen, ne, auf dem Server. Bewerbt euch mal im Forum oder beziehungsweise guckt immer im Forum nach, ob gerade Bewerbungen angenommen werden und schreibt dann eine Bewerbung, stellt euch da halt einfach was auch vor, damit man so ein bisschen schon einen Plan hat, was ihr so machen wollt und wer ihr so seid. Also jetzt Körbchengröße und so braucht ihr uns jetzt nicht zu nennen, das interessiert uns jetzt nicht so. Obwohl es gibt bestimmt einige Spiele, naja gut, reden wir da nicht drüber. Wir sind hier schließlich nicht im Dschungelcamp, ne, sondern in Skyerville. Und ja, das, dafür ist das gedacht, dass ihr einfach euch ein bisschen vorstellt, dann können wir schon ein Bild machen und der Reihe nach werden dann so Anträge bearbeitet und immer wenn ein Slot frei wird oder mehrere, kriegt ihr dann Nachricht oder ihr müsst halt auch selber immer gucken, ob mal wieder was los ist, ne. Ja, und dann könnt ihr drauf, ne, wenn ihr angenommen werdet, müsst euch dann den Try-in Hall in unserer Anfängerstadt bewähren. Da kriegt ihr dann ein kleines Grundstück und da müsst ihr erstmal gucken, ob ihr euch mit allen Leuten vertragt und ob ihr damit klarkommt, euch die Sachen zu farmen und zu bauen und anschließend, wenn ihr euch dort bewährt habt in Tryon Hall, dann ist es für euch an der Zeit umzuziehen auf ein größeres Grundstück hier in der Stadt oder in einem der wenigen anderen Gelände, die wir im Moment noch haben. Das Interesse ist groß, ja, und ich renne jetzt einfach mal rüber in meine Butler-Gilde, da wo ich mich gerne mal zurückziehe, um in Ruhe dann da zu chatten und irgendwelchen Kommentare zu machen und sowas weiß ich was zu planen. So, Glück auf, ne? Hier ist alles im Zeichen der Butler. Ein bisschen gemütlich hier, ne? Hier kann man sich halt auch mal vielleicht als Treffpunkt zurückziehen. Man hat einen Blick überall hin, so ein bisschen raus, so sehr schön. Ja, und jetzt ist es auch wieder Nacht geworden. Oder ist es immer noch Nacht? Es ist immer noch Nacht, es war gar nicht Tag zwischendurch, oder? Ja, es ist schon spät. Es ist schon spät. Es ist, ne, man kriegt das mit dem Tag und Nacht einfach gar nicht mehr so auf die Kette. Ist ganz klar. War ein aufregender Tag. Vielen Dank an alle für euer Interesse und ich wünsche mir, dass wir viel stressfreie Zeit erleben, wieder auf dem Server von Minenarbeit.de hier in Skyerville. Ich halte euch auch auf dem Laufenden. Guck mal, wann ich das nächste Mal wieder die Kamera anschmeiße und was ich euch dann so erzählen kann. Bis dahin erstmal, macht es gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Ja, und gute Nacht.